das heutige Ohrring-Design habe ich folgende Materialien benutzt. Und zwar Schmuckdraht, diesen Spiraldraht, zwei Ohrhaken, zwei geschlossene Ringe mit einem Durchmesser von ca. 6 mm, zwei Acrylsteine, die bekommt ihr zum Beispiel beim Teddy. Diese haben eine Länge von 2,8 cm und eine Breite von 1,5 cm. Dann euren Seitenschneider, die Rundzange und die Flachzange. Von eurem Spiraldraht schneidet ihr euch zweimal eine Umdrehung ab, und zwar so, dass sich die beiden Enden treffen. Da ich ja einen von den Ohrringen schon fertig habe, muss ich das nur an einem machen. Als nächsten Schritt nehmt ihr eure Flachzange und biegt das eine Ende des Memory Wires, also des Spiraldrahts, nach ca. 1 cm nach oben weg. Mit der Rundzange biegt ihr euch jetzt eine Öse, indem ihr das Ende des Drahtes greift und diesen ganz einfach um die Rundzange dreht. Das Ganze sieht jetzt so aus, und jetzt können wir den Ringel da gleich mit einhängen. Auf der anderen Seite nehmen wir jetzt auch wieder nach ca. 1 cm das Ende des Drahtes und biegen es ganz einfach nur zur Seite weg. Das Ganze wird jetzt hier so ineinander gehakt und mit der Zange schön eng zugebogen. So haben wir schon das Grundgerüst unseres Ohrhängers fertig. Von eurem Schmuckdraht wickelt ihr euch jetzt ein ordentliches Stück ab und schneidet es von der Rolle. Ihr nehmt jetzt das eine Ende von eurem abgewickelten Draht, fädelt es hier in die Öse ein, damit es sich nicht wieder auflöst, und wickelt es ein bisschen um den Spiraldraht. Wenn ihr das soweit habt, könnt ihr anfangen und den Draht um den Spiraldraht rumwickeln. Und zwar einmal komplett um den ganzen Ohrring herum. Diese Umwickelung des Randes ist sehr wichtig, denn gleich wickeln wir den Draht immer nur außen herum. Und durch dieses Umwickeln hat der Draht mehr Halt. Das heißt, er schiebt euch dann später nicht wieder zusammen. Und jetzt kann es eigentlich auch schon losgehen. Ihr nehmt den Draht, führt ihn an irgendeine Stelle des Memory Wires und gebt ihn einfach nur um die Außenkante. Den Draht an der Seite immer schön fest zusammendrücken. Und so könnt ihr jetzt erst einmal so ein bisschen vor euch hinwickeln. Seht zu, dass das Ganze nicht zu stark die Form verliert. Denn man neigt so ein bisschen dazu, sehr stark anzuziehen, und dann wird das Ganze gerne so ein bisschen eiförmig. Wenn ihr den Innenbereich schon mal schön gewickelt habt, könnt ihr euren Schmuckstein nehmen und ihn da schon mal so ein bisschen mit reinklemmen. Denn der wird jetzt einfach nur weiter mit eingewickelt. Das Ganze ist natürlich jetzt eigentlich recht einfach und auch sehr schlicht im Prinzip. Ich wollte das jetzt für meine Ohrhänger gerne so haben. Wenn ihr es ein wenig abwechslungsreicher haben möchtet oder noch ein bisschen aufwendiger, dann könnt ihr natürlich auf den Draht, mit dem ihr wickelt, auch Rocaille-Perlen aufziehen und die dann auch gleich mit einwickeln. Wenn das, was ihr gewickelt habt, so gefällt, dann nehmt ihr einfach den Draht, wickelt ihn einige Male oben um die Öse herum, schneidet ihn dann ganz einfach nur ab. Nun müsst ihr im Prinzip nur noch den Ohrhaken mit einhängen, und fertig sind eure Ohrhänger.